Merkt ihr auch, wie am Islam gezerrt wird, um ihn zu verzerren? Es wird versucht, ihn uns wegzunehmen, um zu interpretieren, um ihn uns dann verunstaltet vorzulegen und vorzudiktieren. Wie schon in früheren Beiträgen aufgezeigt, reichen solche Sabotageversuche auf die Zeit des Propheten, der 12 Jahrhunderte langen islamischen Kulturgeschichte, als auch auf die Versuche der Orientalisten, den Islam gemäß ihrer politischen Agenda zu verunstalten, zurück. Doch gerade in jüngster Zeit werden wir Zeuge einer neuen und in dieser Form bisher nicht dagewesenen Welle von Angriffen auf die normativen Aspekte des Islams seitens pseudoreligiöser Autoritäten von aller Herren Länder. Es melden sich sogar rein säkulare Instanzen zu Worte, wie der Diktator Ägyptens Abdel Fattah al-Sisi mit seiner Forderung nach der Erneuerung des religiösen Diskurses. Diesem Vorbild folgte der französische Präsident Macron im vergangenen Jahr, als er für eine vollständige Neuausrichtung des Islams in Frankreich plädierte. Eine höhere Stufe der Arroganz ist fast schon undenkbar, als sich hinzustellen und die Überzeugung von Millionen von Menschen einfach umgestalten zu wollen. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Deutschland steht hier in seinem Nachbarn in nichts nach. Hierzulande spiegelt sich diese Tendenz in einem wachsenden Drang seitens des Staates wider, in die innerislamischen Strukturen zu intervenieren. Ziel ist es hierbei, muslimische Institutionen und Strukturen zu vereinnahmen. Im gleichen Atemzug schreckt der Staat vor keiner noch so abstrusen Idee zurück, um einen säkularen, liberalisierten Staatsislam, sprich einen Islam made in Germany, zu kreieren. In diesem Rahmen gab es unter anderem tölpelhafte Ansätze, welche sich diese Agenda in ungenierter und penetranter Manier förmlich auf die Stirn geschrieben haben, wie die sogenannte liberale Moschee in Berlin, die von der Hobbytheologin und selbsternannten Imamin Seyran Ateş gegründet wurde. Andererseits gab es dem Augenschein nach ernstzunehmendere Bemühungen, wie beispielsweise die Deutsche Islamkonferenz, die unter den Gnaden des weltoffenen Orientkenners Horst Seehofer höchstpersönlich abgehalten wurde, dessen theologischen Qualifikationen und Kompetenzen lange Zeit der Öffentlichkeit verborgen schienen. Ganz zu schweigen von pubertierenden pseudo-islamischen Social-Media-Akteuren, die getrieben von einem zwanghaften Anpassungswahn eine Marktlücke für die Auslebung ihres Minderwertigkeitskomplexes gefunden haben, nicht selten sogar noch öffentlich-rechtlich finanziert und somit nicht nur ideologisch staatlich gebunden sind, sondern auch monetär. Doch die Frage, die sich angesichts dieser Verklärungsversuche stellt, ist: Welche Institutionen und Personen sollen gegenwärtig und zukünftig auf die Metaebene hinter der Politik, den Meinungsmachern und Influencern federführend die inhaltlich ideelle Grundlage hierfür liefern? Wie macht sich der deutsche Staat als Hofideologen gefügig? Wer erhält die undankbare Aufgabe, die Deutungshoheit über den Islam im Interesse des Staates zu formen und zu monopolisieren? Hierzu bitten wir den Kronzeugen auf die Bühne. Er möchte ein Geständnis ablegen. Gestatten? Jan Felix Engelhardt. Engelhardt promovierte im Fachbereich Islamische Theologie. In seiner Promotionsarbeit hat er die Rolle der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gegründeten Zentren für Islamische Theologie bei der Bildung eines Staatsislams thematisiert. Dabei hat er kein Blatt vor den Mund genommen. Und was hat er nun offengelegt? Diese Zentren der Islamischen Theologie wurden ab dem Jahr 2011 gegründet. Mittlerweile gibt es bundesweit 7 Standorte mit etwa 2000 Studierenden. Derzeit besteht ein 5-Jahres-Vertrag, der eine Förderung in Höhe von 44 Millionen Euro von Seiten des Ministeriums gewährleistet. Engelhardt gesteht die Kontrollabsichten des Staates unverblümt ein. So erweist sich die Einführung der Deutschen Islamkonferenz, die Kooperation zwischen staatlichen Institutionen und islamischen Organisationen auf Bundes- und Landesebene, die Einführung des islamischen Religionsunterrichts oder der Aufbau einer islamischen Wohlfahrt als Teil des Versuchs, den Islam in struktureller und inhaltlicher Hinsicht zu inkorporieren und dadurch dessen Kontrolle zu erleichtern. Im Klartext: Der Staat möchte die Deutung des Islams in seine Hand nehmen. Diesbezüglich stützt sich Engelhardt auf die CDU-Politikerin Annette Schwan. Sie glorifizierte die Einführung der islamischen Theologie als Meilenstein einer modernen Integrationspolitik. Doch trotz der Konzipierung dieses Studienfaches, der finanziellen Fördermittel und der allgemeinen Ausrichtung des Studienfachs hin zu einem Islam deutscher Prägung, drückt Engelhardt seine Skepsis gegenüber den Theologen selbst aus, welche mit dieser undankbaren Aufgabe betraut wurden. So schreibt er, dass jenes Zähmungsinteresse des Staats und Beheimatungsinteresse der Theologen nur teilweise deckungsgleich ist und dass die Theologen die ihnen zugewiesene Rolle im Domestizierungsprozess des Islams kritisch sehen. Aha, der Staat hat also ein Zähmungsinteresse. Er möchte den Islam von seiner wahren Natur entfremden und ihn zähmen, ihn zu etwas machen, was er nicht ist. Diese Aussage klingt vielleicht derb, beschreibt aber in sehr einfachen und deutlichen Worten, was sich hinter der Agenda verbirgt. Wir befinden uns also in einem Domestizierungsprozess. Halt, wie bitte? Domestizierungsprozess?
ein Begriff, der in der Biologie gebraucht wird, um innerartliche Veränderungen bei Wildtieren durchzuführen, sodass sie zu Haustieren werden. Gefügig, unkritisch, anhänglich, abhängig und natürlich loyal zum Herrchen. Um das Kind beim Namen zu nennen, die Muslime sind also Wildtiere und müssen domestiziert und gezähmt werden. Ungeschickt und völlig unbeabsichtigt. Wenn Nachfahren der Kolonialherren solch eine Wortwahl beim kulturellen Kolonialismus im Inneren, sprich der Assimilationspolitik, nutzen. Aber bleiben wir doch bei Engelhardts politisch korrekter und zur westlichen Natur passender Metapher. So nehmen im Integrationszirkus Deutschlands alle staatlichen Instanzen samt Ministerin und Religionsbeauftragten sowie die staatlichen Förderstellen die Rolle der Dompteure ein. Dabei symbolisiert die Peitsche der Dompteure die mediale Stigmatisierung und repressive Verbotspolitik. Wie es im Zirkus so üblich ist, obliegt den Akrobaten unter allen Artisten das riskanteste und gefährlichste Unterfangen. Sie müssen auf den hauchdünnen Seil der politischen Korrektheit und theologischen Vertragbarkeit einen Seiltanz hinlegen, der sowohl ihren Arbeitgeber und Vorgesetzten zufriedenstellt, als auch die Gemüter der muslimischen Community nicht verärgert. Sie müssen beim Balancieren aufpassen, nicht runterzufallen, da sie sich sonst brechen könnten und für diese Agenda nicht mehr zu gebrauchen wären. Die Clowns dürfen natürlich in keinem Zirkus fehlen. Sie übernehmen hierbei den amüsanten, massentauglichen und jugendgerechten Teil. Obwohl sich die Institutionen und Personen sehr stark unterscheiden, arbeiten einige wissentlich und andere auch unwissentlich auf ein und dieselbe Agenda hin, nämlich einen sogenannten Islam deutscher Prägung zu generieren, dessen Deutungshoheit staatlich gelenkt wird und es sich zur Aufgabe gemacht hat, kernislamische Ideen einer Zweckentfremdung zu unterziehen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Lehrkräfte oder Studierende eine schlechte Intention haben oder diese Agenda befürworten. Ganz im Gegenteil, es handelt sich bei dem Fach der islamischen Theologie um einen bekenntnisorientierten Studiengang. Die Teilnehmenden sind bekennende Muslime, die sich mit dem Islam wissenschaftlich auseinandersetzen möchten. Nicht ohne Grund wird das Personal kritisch beäugt, wie es Engelhardt schon zu bedenken gegeben hat. Eines muss uns ganz bewusst sein. Für die muslimische Community in Deutschland ist es signifikant, die staatliche Agenda zur Schaffung eines sogenannten Euro-Islams zu erkennen, sich dagegen zu positionieren und sich nicht von staatlichen Akteuren instrumentalisieren zu lassen. Die Deutsche Islamkonferenz, Social-Media-Auftritte von Muslimen, die durch öffentlich-rechtliche Content-Netzwerke gefördert und geframed werden, und die Studiengänge der islamischen Theologie eint der Versuch, die Deutungshoheit des Islams durch diverse Projekte, Lehrpläne und Maßnahmen tonangebend mitzubestimmen und ihm eine deutsche und europäische Prägung zu verleihen, die natürlich im diametralen Widerspruch zur wahren Natur des Islam steht. Wenn Ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, bringe einen anderen Koran als diesen oder ändere ihn ab. Sag, es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst abzuändern. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages.